So, jetzt sind wir hier in Saarbrücken im deutsch-französischen Garten. Wir haben hier auch eine kleine Bahn, besonders interessant immer für Kinder. Die ist normalerweise fast jeden Tag im Betrieb. Und wir haben hier auch eine Seilbahn, dazu kommen wir gleich. Der deutsch-französische Garten hier in Saarbrücken ist relativ schön. Selbst sonntags morgens ist hier schon einiges los. Wir haben hier auch im deutsch-französischen Garten eine Minigolfanlage. Und natürlich auch einen kleinen Biergarten. Der direkt hinter der Minigolfanlage ist. Sehr gemütlich gemacht, wenn man mal mit der Familie und Kindern oder mit der Verwandtschaft mal spazieren gehen will. Die Kinder können vorne auf dem Minigolf spielen. So, man kann sich mal kurz hinten hinhocken, was essen, was trinken. Ha.
Hier finden auch regelmäßig im Freien ab und zu mal Konzerte statt oder aber auch Veranstaltungen. Wie gesagt, hier im Deutsch-Französischen Garten hat man wirklich von allem. Man hat was für die Familie oder man hat aber auch mal zum Entspannen oder zum Relaxen. Da oben sieht man auch die Bienenkästen. Ja, natürlich haben wir hier auch im Deutsch-Französischen Garten Hinterlassenschaften noch aus dem Zweiten Weltkrieg. Alte Bunkeranlagen, die schon komplett zugewachsen sind. Wie gesagt, hier im Deutsch-Französischen Garten haben wir halt alles. Wir haben hier auch noch Hinterlassenschaften vom Westwall-Bunkeranlagen. Wir haben hier herrliche Natur, wie hier die ganzen Rosen. Und hier hinten dran kommt noch ein Kinderspielplatz, wo die Kids sich austoben können. Da sind wir auch schon beim Kinderspielplatz. Ideal für Familien. Wie gesagt, am Anfang der Tour hatten wir den Minigolfplatz, den Biergarten und so weiteres. Und ja, hiermit beende ich meine Tour durch den Deutsch-Französischen Garten. Ich hoffe, es hat euch gefallen.